Hallo und Glück auf! Ich möchte heute in meinem Video mal kurz über das Thema Wassersparen sprechen, rund um den Pool. Wenn dich das interessiert, bleib dran, bis nach dem Intro. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, worum soll es gehen? Wassersparen rund um den Pool und auch vielleicht mal mein kleines Kreislaufsystem, was ich euch vorstellen möchte, was ich im Prinzip hier fahre mit dem Poolwasser zur Wiederverwertung. Ja, erster wichtiger Fakt natürlich, den jeder Poolbesitzer eigentlich kennt, aber vielleicht nicht immer konsequent umsetzt, ist die Abdeckung des Pools. Es geht um das Thema Wasserverdunstung. Es verdunsten pro Tag zwischen 6 und 12 Liter über unabgedeckte Pools an heißen Tagen. Ja, also 6 bis 12 Liter pro Quadratmeter Pooloberfläche. Genau, bei mir sind das 17 Quadratmeter Pooloberfläche und das bedeutet, dass zwischen 100 und 200 Liter pro Tag einfach in die Luft aufsteigen, wenn ich den Pool nicht abdecke. Deswegen macht euch das Poolabdecken so einfach wie möglich, entweder über automatisierte Systeme oder eben über einen Poolfolienabroller, wenn ihr einen größeren Pool habt. Oder wenn ihr einen kleinen Pool habt, besorgt euch einfach die entsprechend passende Folie und macht die jedes Mal schön drauf. Das heißt, auch wenn ihr bloß 1, 2 Stunden nicht den Pool benutzt, immer schön die Plane drüber. Das Wasser geht die ganze Zeit in die Luft. Zusätzlich vermeidet ihr natürlich, dass Vögel im Tiefflug, bei uns sind es die Schwalben, ständig aus eurem Pool trinken und natürlich Dreck und Federn und alles Mögliche dort mit hineinwerfen. Hat also noch weitere Vorteile. Ja, was gibt es noch? Großer Wasserverlust natürlich beim Rückspülen des Pools. Und hier gehen wir folgendermaßen vor. Wir leiten das Rückspülwasser in unsere Zisterne, an die neben diesem Rückspülschlauch eben auch noch die Dachentwässerung angeschlossen ist. Das heißt, alle Dächer, die wir hier so auf dem Grundstück haben, fließen in diese Zisterne. Und aus dieser Zisterne bedienen wir dann unsere Gartenbewässerung. Was wir nicht mit dranhängen haben, ist die Drainage. Und zwar aus dem Grund, dass Fassaden häufig mit Farben gestrichen sind, die ja sehr starke Chemie, Algizide, Fungizide, weiß ich nicht genau, enthalten. Und das wollen wir natürlich nicht mehr in den Garten gießen. Aber das, was vom Dach kommt, ist soweit okay. Wir haben ein Präfahrdach, da kommt nichts groß an Chemie mit runter. So, dann haben wir also das Wasser, was schon in der Zisterne drin ist. Und das bisschen Wasser, die 1000 Liter oder was wir jetzt eben rückspülen pro Woche, das geht eben entsprechend noch mit in die Zisterne hinein. Damit wird das Chlorwasser entsprechend sogar noch ein ganzes Stück weit verdünnt. Und ihr seht, den Rasen schadet es nicht und unseren restlichen Gartenpflanzen schadet es auch nicht. So, was ist aber Voraussetzung dafür? Wir verwenden keine X in 1 Tabs, das heißt 5 in 1, 7 in 1, was es noch nicht alles gibt. Das heißt, da ist eine ganze Menge Chemikalien einfach drin, obwohl ich die vielleicht gar nicht brauche. Wenn ihr also wirklich genau testet über ein digitales Messgerät, habe ich auch schon mal vorgestellt, gibt es Top-Geräte um die 100, 110 Euro. Da könnt ihr einmal die Woche, vielleicht auch zweimal die Woche damit testen und habt exakt die Werte und könnt zielgerichtet die Chemie einsetzen. Mit diesen Tabs setzt ihr immer komplett alles ein. So, was verwende ich? Ich verwende für die Chlorung einfach nur reine Chlortabs. Ich glaube auch von der Firma Bayrol. Und da ist natürlich dieser Stabilisator noch mit drin, aber sonst nichts. Und die lösen sich ganz allmählich auf. Dauert, glaube ich, 1, 2 Wochen und dann muss ich eine neue reinmachen. Das war's. Ab und zu natürlich, und das zeigt mir eben mein Messgerät sehr genau an, muss ich eben pH plus, pH minus noch anwenden. Und das kann ich aber sehr genau dosieren. Darüber, dass ich eben, oder dadurch, dass ich eben diese genauen Messwerte habe. Wenn ihr das einfach nur mit einem Stäbchen testet, wo ihr irgendwo Pi mal Daumen die Farben seht, keine Chance. Ja, ihr werdet immer schwankende Werte haben oder immer zu viel, vielleicht zu wenig Chemie einsetzen. Flockungsmittel. Flockungsmittel haben fast immer irgendwelche Aluminiumsachen drin oder andere Metalle, die eben diese feinen Partikel im Wasser binden. Über den Einsatz von Flockungsmitteln möchte ich hier keinen großen Beitrag machen. Nur soweit, dass ich eben ein biologisch abbaubares Mittel nehme. Das ist das Wondergel. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Wird es demnächst ein Gewinnspiel geben bei mir, wo ich drei solche Wondergel verlose. Ja, ich nehme also, wenn Flockung unbedingt notwendig ist, das Wondergel. Und somit habe ich das biologisch abbaubare Mittel in meinem Zisternenwasser, was in meinen Garten fließt. Und nicht irgendwelcher Aluminiumscheiß. Ja, und was passiert nun mit dem Wasser in der Zisterne, wenn die Zisterne voll ist und es regnet trotzdem weiter?
Der Überlauf der Zisterne ist nicht etwa bei uns ans Abwassernetz angeschlossen, sondern wir leiten das Ganze in einen kleinen Teich, etwa 1000-1500 Liter Wasser oder Fassungsvolumen hat er. Und wenn dieser Teich wiederum voll ist, dann geht das Ganze in die Fläche, das heißt, es versickert auf unserem Grundstück. Und das würde ich eben jedem auch empfehlen, darüber nachzudenken, das eben nicht irgendwo ins Abwassernetz zu schicken, sondern das Wasser auf dem Grundstück versickern zu lassen. Ja, und im Teich selbst haben wir natürlich verschiedenste Pflanzen, da haben wir auch irgendwelche Molche drin. Alles kein Problem mit der Brühchemie. Ja. Und dann kann es ja nicht so schlimm sein, sage ich mal. Ja. Und vom Rasen her passt es halt auch, von den anderen Pflanzen her auch. Und auch den Rasenbesitzern, ich habe ja auch das ein oder andere Video zum Thema Rasen, würde ich doch empfehlen oder ich würde die bitten, darüber nachzudenken, ob in den Hochsommerphasen wirklich tausende Liter Wasser auf die Rasenflächen gegossen werden müssen. Ich weiß, ja, man wirft eine ganze Menge Arbeit weg, man verliert vielleicht ein Stück Garten, wenn man den Rasen irgendwann nicht mehr gießt, aber ich mache das zum Beispiel für meinen Teil nur so weit, wie die Zisterne ausreicht und dann ist Schluss. Ja, dann bewässere ich nicht mehr, weil für mich geht das nicht klar, Trinkwasser einfach so in die Fläche zu gießen, auch wenn Trinkwasser für uns billig ist, aber wir haben nicht mehr zu viel davon. Und das sollte sich jeder oder dazu sollte sich jeder mal Gedanken machen. Das möchte ich eigentlich mit diesem Video noch ein bisschen mit bewirken, ein Stück mit anstoßen. Ich werde die ein oder andere Doku zum Thema Wasser unten mit verlinken, die mich auf den Gedanken gebracht hat. Und ihr könnt mir mit einem Daumen nach oben oder nach unten eben sagen, was ihr von dem Thema haltet. Und freuen würde ich mich natürlich vor allen Dingen über Kommentare, in denen ihr mir vielleicht sagt, welche Ideen habt ihr zum Wassersparen hier am Pool, vielleicht im Zusammenhang auch mit eurem Garten. Wie geht ihr vor? Nutzt ihr das Wasser irgendwie weiter? Gießt ihr es einfach so direkt in den Garten, wenn ihr den Pool ablasst? Ja, das wäre für mich noch interessant. Und ja, sagt mir auch mal, was ihr von meiner Wassernutzung im Endeffekt haltet. Das war's auch von mir. Tschüss und bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video.